Herr Ziemiak, das Ergebnis kann man vielleicht so zusammenfassen, nochmal ordentliche Kämpfe von Michael Kretschmer und das Ergebnis nochmal ordentlich hingebogen. Aber man kann von Seiten des Adenauerhauses ja nicht zufrieden sein. Über 7% Verluste in Sachsen und in Brandenburg. Das ist ein Trend schon seit Jahren. Jetzt verliert die CDU in den Ländern. Was muss man tun? Also wenn wir Stimmen verlieren im Vergleich zu einer davorliegenden Landtagswahl, dann sind wir nie zufrieden und ruhen uns schon gar nicht darauf aus. Aber wenn Sie das vergleichen mit den Ergebnissen bei der Europawahl, wie die AfD dort stand, die Umfragen der letzten Wochen, wo man die CDU bei Anfang oder Mitte 20% gesehen hat, heute deutlich über 30, dann ist das tatsächlich auch ein ganz persönlicher Erfolg von Michael Kretschmer, der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in Sachsen. Ich war selbst viel vor Ort unterwegs, habe unglaublich viele Termine gemacht. Und deswegen ist es natürlich auch ein Stück weit Erleichterung, dass dieses Ergebnis heute so ist, wie es ist. Gucken wir auf Sachsen. Vor 5 Jahren war die AfD genau ein Drittel so stark, also hat 3-mal so stark zugelegt. Wie kommt das? Naja, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Es ist nicht ein Grund und es ist nicht ein Thema, sondern ganz viele Themen. Es ist auch ein Stück Vertrauensverlust in die Entscheidung von Politik. Es ist auch ein Stück weit Vertrauensverlust in die Berichterstattung der Medien. Wir sollten nicht pauschal sagen, der Osten und das ist wichtig, sondern es sind ganz viele Themen, die wichtig sind. Und ich war unterwegs und habe gespürt, wie die Menschen zum Teil über den Strukturwandel sprechen, über die Frage, was ist mit uns, über die Frage von Sicherheit. Sicherheit spielt ein großes Thema. Da reicht es nicht zu sagen, schaut euch die Kriminalstatistik an, das ist doch alles ganz anders. Selbst wenn Sicherheit gefühlt anders ist, müssen wir das sehr ernst nehmen. Und Michael Kretschmer hat richtig zugehört. Und trotzdem ist er nicht der Versuchung unterlegen, allen alles zu versprechen, sondern hat sehr realistisch diesen Wahlkampf betrieben. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen gesagt haben, wir wollen ihn als Ministerpräsidenten behalten. Dass die Medien eine Schuld tragen, das kenne ich eigentlich nur von der AfD. Es sind doch die Politiker der etablierten Parteien, gerade in den ostdeutschen Ländern, die es nicht vermocht haben, den Bürgern dort eine Perspektive aufzuzeigen, sodass viele Bürger eben Protest wählen. Also wenn Sie das nicht erkennen, das ist nicht meine persönliche Meinung, aber wenn Sie nicht erkennen, dass Medien genauso wie Politik und genauso wie Parteien, auch meine Partei, in den vergangenen Jahren Vertrauen verloren hat, dass es jetzt gilt, zurückzugewinnen, dann blenden Sie etwas aus, was vielen wichtig ist. Sie sagen, Entscheidungen müssen schneller getroffen werden. Sie sagen, Interessen auch der ländlichen Räume, wenn es um Infrastruktur geht, müssen mehr in den Mittelpunkt drücken. Und was die Menschen sehr leid sind, ist dieses Kommentieren von außen und sprechen über den Osten. Sehen Sie, ich war in der Stadt Chemnitz. Chemnitz ist so viel mehr als die Berichterstattung nur der letzten Monate. Ich verstehe, dass die Menschen sagen, wir wollen ein differenziertes Bild über uns haben. Aber ich berichte nur, dass die AfD ein Drittel in Sachsen, dreimal so stark ist in Sachsen und 2-mal so stark in Brandenburg. Sie sind der Politiker, der jetzt sagen muss, wie die Union das auf Dauer abstellen kann. Ich glaube, das geht nur mit Zuhören, redlichem Zuhören. Probleme benennen, nicht ausblenden und vor allem mit konkreten Maßnahmen auch bei der Bundesregierung. Nicht das Übereinander sprechen, sondern vor allem miteinander dann dafür sorgen, dass Lösungen auf den Weg kommen. Zum Beispiel jetzt bei einem Strukturwandel im Revier. Darum geht es, darauf warten die Menschen. Die Menschen in Ostdeutschland haben sich sehr für die Umweltpolitik interessiert, anders vielleicht als früher, sage ich mal. Und die Menschen in Ostdeutschland haben gerade diesen wirtschaftlichen Aspekt sehr in den Mittelpunkt ihrer Wahlentscheidung gestellt. Jetzt steht hier im Bund eine Entscheidung an, wo man sich fragt, wie kann man besseren Klimaschutz plus Wirtschaft zusammenbringen. Genau darum wird es gehen. Wir dürfen den Industriestandort Deutschland auch nicht gefährden. Und wir dürfen nicht die Menschen gegeneinander ausspielen. Zum Beispiel nicht Stadt gegen Land. Es ist gut, wenn man in Berlin eine Möglichkeit hat, zwischen ganz vielen zum Beispiel Verkehrsträgern zu wählen, nämlich U-Bahn, S-Bahn, ein E-Bike oder eben den öffentlichen Personennahverkehr. Viele Menschen im ländlichen Raum, ich komme aus dem Sauerland, die können das nicht. Deswegen sollten wir alles, was wir entscheiden und beschließen, auch im Deutschen Bundestag, unter dieser Maßnahme tun, dass Menschen tatsächlich auch im ländlichen Raum die gleichen Chancen haben wie in einer Stadt Berlin. Vielen Dank, Paul Ziemiak. Danke Ihnen.